Hi und herzlich willkommen auf TZ DOS. Wir haben heute wieder unseren wunderschönen, gut aussehenden Kameramann hinter der Kamera. Alter, Kamerakind PJ ist wieder am Start. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, findet ihr es cooler, wenn wir es aus der Selfie-Perspektive machen oder mit einem Kameramann? Für uns entspannter mit Kamera. Ich finde es besser in der Selfie. Finde ich auch besser, ja. Finde ich wirklich eigentlich in der Regel besser. Weil wir fahren heute wieder zu der Baller League. Wir haben es jetzt knapp, was haben wir mit der Uhr? 14.55 Uhr. Heute ist ein ganz, ganz wichtiger Spieltag für die VfR Zimbos. Da möchte ich auch noch sagen, wir haben ein paar geschrieben, ey, wieso habt ihr das Wappen nicht auf die andere Seite gemacht? Eigentlich trägt man es immer auf der Herzseite. Haben wir gemacht, weil das jetzt aktuell noch eine Lotlösung war. Das war unser beständiger TNO-Trainingsanzug. Haben wir für die Jungs was drauf gemacht, aber viele haben sich auch gewünscht, dass wir sowas rausbringen. Ne? Ja. Kommt vielleicht, Freunde. Genau, wir fahren los. Heute ganz, ganz wichtiges Spiel. Wir müssen heute gewinnen, dass wir in die Final Fours kommen. Das wird heute wichtig sein. Das ist ein Dashing Kombi. Ich hab gar nicht Aufnahme gedrückt. Vorne läuft jetzt Tunnellicht. Lustig. So, wir sind an der Raststätte. Zum Glück hat unser Kameramann Marc gedacht, der muss mal was filmen, ne? Heute zählt nur das hier, Jungs. Wir sind im Moseltal, bei uns ein Käffchen. Da hinten gibt es einen schönen Ausblick. Oh, mal ein geil. Bisschen ins Tal jetzt runter, genießen die Sonne. Weil wir haben hier heute schon meinen netten Kombi. Weil wir sind zu dritt, da war das schon ein bisschen schwierig, jetzt mit unserem Auto anzureißen. Aber ich sag ehrlich, wir sind auch heute wieder relativ losgefahren, ne, entspannt. Ich bin froh, dass ich mich mal da hinten an diese Ladesäule stellen muss. Ist auch schön. Ich bin froh, dass wir noch ein Pfeifchen geraucht haben auf jeden Fall. Hauptsache, wir sitzen 16 Uhr wieder schon da. Ganz gemütlich. Okay, geil. Wir gehen auch schön wieder was essen, oder? Ja. Aber diesmal nicht mit dem Steakhouse. Ich bin das letzte Mal so geschehen, ja, ich als du bei dem Interview saß. Ne? Und die ganze Jacke, die mussten doch denken, so Digga, was kommt der aus der Suppenküche daheim? Wo kommt der aus einer Kochküche? Was wir gehen jetzt gepflegt. Wir könnten heute echt muss Ahoi testen, wenn wir was kriegen. Ahoi Brause? Oder der Burgerladen. Wir gucken mal. Ey, wir diskutieren gerade, welches würdet ihr nehmen? Welches Nocker? Das normale Blaue oder das mit Schock? Ich glaube, ich würde Schock nehmen, obwohl, glaube ich, das Blaue besser schmeckt. Safe. Aber jetzt würde ich mir, glaube ich, das hier reinziehen, aktuell. Geht's mir danach. Mehr Lust drauf. Ja. Ja, was bist du? Eis. Nocker, was willst du jetzt aus der Theke nehmen? Ja, Gott, nein, okay. Safe. Das ist Exotik. Boah, ist auch geil. Fuck. Safe. Boah, Alter, das wäre das allerletzte. Capri ist aber auch big. Das wäre das allerletzte. Dein Verein ist das allerletzte. Ich bin jetzt der Einzige, der ein Eis isst. Ohne Witz, Alter. Lass mich da alle allein. Mann, wollt ein romantischer da draußen. Lang gelassen. Ja, zum Glück habe ich Zuflucht bei meiner Mutter gefunden. Hier habe ich so viel Zeit verbracht, als ich noch früher auf Montage war und dann zurückgefahren sind. Dann wurde hier oft ein bisschen Zeit totgeschlagen am Aussichtspunkt mit dem Käffchen. Ja, safe. Als ob du hier schon öfter warst. Ja, natürlich, wir hatten immer, also über Montage mit Nein. Es war Frankfurt Höchst. Es war irgend so ein Ding, da hatte ich als Montage. Dann sind wir immer hierher gefahren und haben dann hier ein schönes Käffchen am Aussichtspunkt getroffen. Ist halt von Frankfurt hier. Wiesbaden, das ist doch hier hinten. Dann fahrst du hier rum. Wiesbaden, Frankfurt ist da hinten. Ja, natürlich. Zum Buch. Natürlich. Nicht umgerührt. Doch. Was hast du denn reaut? Ich weiß nicht, was es war. Boah. Boah. Ja, was hast du reingemacht? Gar nichts, ich hab nur umgerührt. Du warst richtig trocken im Mund. Ja, heute, ne? Da setze ich mich jetzt hier. Guck mal, es macht Kamerafahrten. Hier sehen Sie in der freien Natur, in der freien wilden Natur, eine bösartige Eidechse abstammen von den Drachen des Rotzotzrautrausos. Sehr bösartig. Sieh mal, wenn du sie fängst, 100 Euro. Gut. Apollo, Sitz. Ja, Bach, perfekt, oder? Passt. Ey, das war gut getan, sag ich dir ehrlich. Ja, Mann. Schnell, ne? Sau schnell, Junge. Ja. Die hat sich gebeamt gerade. Wir lassen sie. Lass sie entspannen. Ja. Die lebt der Leben. Die lebt. Vor allem, was hat die eigentlich hier das Penthouse gebucht, ne? Ja, geil. Die wohnt irgendwo da an der Wurzel, hat ihre Sonnenterrasse, hat einen fetten Ausblick. Zeigt es so eine Angeber. Ja. Angeber so. Die geht dann als der in die Schule oder Arbeit, wo sie hin muss, und sagt so: Ey Bruder, guck dir mal mein Haus an, wo wohnst du? Hä? Da unten irgendwo im Tal. Ja, ich sag auch, die wohnt ganz so. Die ist reich. Hast du die Rolex gesehen am Handgelenk? Handgelenk bei einer Eidechse, so unrealistisch wirklich. Boah, jetzt so ein schönes Sparkling. Wer ist denn das denn, Candy? Weißt du eigentlich auch, dass ich berechtigt bin, so ein LKW zu fahren? Digga. Fahrt der Verstappen irgendwo rum? Der raucht doch glatt oder die Bremse nur noch zu, oder? Fester. Alter, was ist denn das? Stopp! Was denn? Oder geht's in der Holzwicke? So fahren wir doch abends als zurück wieder, oder? Ich hab keine Ahnung, irgendwie fahren wir so. Ich bin verwirrt. Holzwicke. Nach Longerich. Ja, Longer, geht's nach Putzwähler. Ich bin
mich verarschen, Digga? Manas, was ist denn hier heute los? Das ist alles voll. Die Mau gut, fragt... wir waren halt noch nie so spät da, ne? Die Mau fragt so, ja, was sind hier heute? Ja, Boller League. Ah, Jonas ruft an. Servus, es gibt ein kleines Problem. Die sagen am Parkplatz... Anzeige, Hauptmeister, kommt! Die sagen am Parkplatz, da ist heute Boller League und die lassen uns nicht mal rein. Ja, das ist voll. Wo können wir denn parken? Der hinten, der... Wo Jonas, wir der sagt zu mir, ich habe einen kleinen Schwanz, ist zu viel. Boah, ich weiß, ob das P2 ist. Der da, wo du uns immer abholst. Okay, der andere Parkplatz ist, Dirk hat gesagt, wir dürfen rein. Alles klar. Männers, wir sollen euch sagen, Dirk hat gesagt, wir dürfen hier rein. Dirk Strohhänger heißt der gute Mann. Dann können wir reinfahren, ne? Ah, jetzt geht's! Ja, alles gut, alles gut. Ich fahr vor und dann komme ich wieder. Ja, vielleicht ist einer rausgefahren in der Zeit. Ja. Gut, danke. Dankeschön. Also merkt euch, Dirk ist ein wichtiger Mann. Ja, den Namen merke ich mir echt, Alter. Ja. Wie heißt der Dirk? Dirk. Dirk hat gesagt, wir können reinfahren. Dirk, wir sollen uns irgendwo dahin noch ein paar Platz suchen. Wir sind Teammanager, wir haben gleich Spiel, wir haben ein Problem gleich. Ja, klar, können wir machen. FIFA, das sind die besten FIFA-Spiele, die ich kenne. Oha. Dann kennen es nicht viele. Ja, ich glaube, heute kriegen sich einige die Punkte. Ja, ich glaube schon. Wir können heute schon los. Sektion Geringverdiener bei Instagram anschreiben. Ja. Die haben immer mal wieder Tickets für uns. Ich sage, wir gehen hier. Ja. Wir sind heute, was ist jetzt? Food Garage Moto 59, das sieht hier auch sehr gut aus, oder? Ja, ich glaube, Mond ist doch mal, hat glaube hier immer ein Nest seiner. So eine Burgers. Ich würde sagen, wir testen ja hier mal. Wir gehen hier rein. Ich glaube, ich setze mich hin. Ich habe Hunger, wirklich. Ich glaube, ich trinke eine Cola. Ich nehme Wasser heute. So, was esst ihr? Ich nehme hier... Scheiß drauf, wir nehmen eine Flasche Grauburgunder, Junge. Grauburgunder? Alla Manas, wir brauchen Sieg, ne? Vor allem bei Zimbos. Jetzt trinke ich auch nichts heute. Ist gut. Was ist denn das? Ah. Ich sag dir ehrlich, es sieht ja richtig makrofatz aus, meine. Sieht echt gut aus, ne? Ja? Ich muss auch sagen, der Burger sieht richtig geil aus. Was ich mich nur frage, wo ist denn hier das Besteck? Das Gäbelchen. Aber sieht richtig gut aus. Guck mal, das Burger, oder? Ja. Sieht richtig saftig aus. Strong, ja. Also mein Ziegenkäse-Burger war genauso gekreuzt. Ich muss sagen, es war ein Fail. Ich habe nur irgendwie, keine Ahnung, Cheeseburger gelesen und dachte so, jo, da heißt halt so. Jetzt im Nachhinein hätten wir mal um zwei Stufe, ne, denken können, Goat. Ne? Aber ich sag ehrlich, gut, trotzdem, du hast gedacht beim Messi-Burger. Ja, war trotzdem gut. Ziegenkäse ist halt so ein bisschen Eigengeschmack, aber war trotzdem gut. Also ich sagte, was schön saftig. Boah, was gebe ich dem Ding, aber... Ich habe aber auch schon bessere gegessen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich finde, es war so ein solider 6, 7 und 10. War gut, war gut, war solide. War echt gut. Die Pommes waren ganz lecker. So. War gut. Gut, Bezeichnung gut. Ich hatte Pizza Napolitana Burrata Bufala. Und ich sage auch, ist an eine napolitanische angelehnt, aber jetzt auch nicht so die napolitanische, wie wir sie machen oder selbst wie wir, wenn wir in Grünstadt essen gehen. Hab noch ein bisschen gesehen, aber war auch super solide, Burrata frisch, Tomatensoße frisch, paar Cocktailtomaten. Aber wenn ich vergleiche auch in Rom, wo wir schon gegessen haben, Grünstadt, da Nicola, sehr geil in Grünstadt, gebe ich der hier eine 6. Viel Spielraum nach oben, aber ist echt solide. Aber eigentlich teuer, wenn ich überlege, ich glaube 18 Euro meine. Der Burger ist 19, das kostet auch ordentlich. Aber gut, kann man wahrscheinlich auch mit Grünstadtpreisen vergleichen. Ist die Lage hier wegen dem Autos. Ja, ich habe auch geile Lage. Wie war dein Burger? Handschutz auf jeden Fall. Der war stabil, aber ich würde auch nur so eine 7 von 10. Basic, gut, Standard-Burger, ja. Ja, fand ich auch. Also auch die Pizza. Lecker, aber jetzt nichts, wo du sagst, so bam, alle Klatsch. Aber macht nichts falsch. Wenn man hier ist, will was Gutes essen, ist in Ordnung auf jeden Fall. Essen, Getränke, top. Jetzt ist die Frage wieder. Du auch. Ich auch. Letztes Mal war ich dran, ne? Ja, du, ne? Scheiße, wo hattest du so einen Lauf? An Vegas hattest du so einen Lauf, wo du immer dran warst. Ach, nee. Jawohl. Aber was das Kacke ist, wenn er verliert, dann geht's aus Teasy. Wenn ich verliere, nein, ist doch ich bezahle immer... es in meinem. Da hat der Burger gleich noch besser geschmeckt, als wenn Timo zahlt. Ich hätte gerne noch eine Flasche Wein. Wir hatten eine Autoschlüssel. Ich habe mein Geldbeutel nämlich draußen. Kann ich dir gerade mal vorstrecken? Boah, ich glaube, ich kann mal ein paar Kippen holen kurz im Automat. Muss noch jemand? Warum machst du jetzt so mit deinem Vater? Warum machst du das jetzt? Ich mach das kurz. Ich bin gleich wieder da dann, ne? Nervös vor dem Spiel heute. Ey, warst du gerade im Klo oder was? Was ist da passiert? Scheiße. Die kann man sich auch nach oben anstecken. Aber komplett einmal.
ganze Bahn durch. Einmal komplett hängen geblieben. Hoffentlich macht halt keiner, wie viel ist dein Outfit wert bei dir. Als du so drin kommst, dass der gleich Rüssel da rausgeschossen ist. Hey, ich wüsste, gib dem Mann kein Bein. Das ist scheiße. Also, soll ich kurz nachstellen, was passiert ist? Ja, mach mal. Soll ich nochmal nachschenken? Nee, wir reden ja kurz hier gerade drüber, ne? Zukunft, Videos, bla bla bla. Ich nehme mein Glas, ich gucke hier rüber. Alicia Lehmann läuft vorbei. So ist passiert. Und wenn ihr daheim denkt, das war eine Lüge, nein, genau so war es. Genau so. Ich glaube, bei dem denkt es keiner, dass es eine Lüge ist. Da war es wirklich so. Digga, ich sag dir, es sind die Gläser. Ich schwör's dir, was ist denn das? Also, ich hab's geschafft bis jetzt. Gut, du trinkst ja aus der Flasche. Diese Schuhe, ich könnte mir. Ja! Hast du Taschengeld dabei? Taschengeld dabei. Dankeschön. Dankeschön. Urlaub. Schuldet den Hunni. Ja, das liegt am Urlaub. Wegen Hertha Schalke. Ja, der Penner. Den ziehst du nie. Der ist weg. Der ist weg. Das ist geil. Ja. Sag euch ehrlich, war nicht geiler Mann. Plus, der Typ hat schon für uns gekämpft. Da kann uns doch niemand. Da war der Mann schon da und hat uns auf die EA-Events reingeholt. Die Chance reißt also wieder einen E-Mail. Oh, Maschine, oder? Wir denken hier, das gibt das Aufgelage. Das ist das zweite. Wir denken, wir sind auf alles. Nein, das ist das zweite Getränk, entspannt. War top für euch, ja. Ich kann es nicht. Haben wir das mal endspiel gegen Hollywood erwähnt? Ja, jetzt gerade ist wieder, wenn hier schon, ne? Die Sweatshirts vorne. Ja, Streets ist Sinn für uns. Das heißt, wenn ihr gewinnt, dann knallt es am letzten Spieltag. Dann hast du für uns geregelt. Bleib nur uns. Ich weiß von nichts. Ich weiß, da läuft eine Kamera. Ich weiß von nichts. Aber ja. Ich hab eine geile Konstellation gehabt. Neun Spieltage gefühlt oben, ne? Und dann am Ende. Aber ihr habt uns heute geholfen. Ich hab jetzt jemand. Für heute noch vielleicht. Vertragsverhandlungen fangen jetzt gerade schön an. Ich hab schon 3 Minuten. Hast du wirklich? Oder musst du jetzt so. Musst du jetzt ein bisschen Marktwert. Vertrag liegt dir schon vor, eigentlich. Ich geh mal wieder. Wir sehen uns. Seid ihr gleich oben im Stream? Dann wünsche ich dir, da reinzukommen heute. Ja, machen wir nächstes entscheidendes Spieltag. Dann kommen wir rein. Broski hat Mats heute auf Insta geschrieben, so ey, kannst du was drehen? Er meinte aber bei den Schiedsrichtern. Mats hat aber gedacht, mit uns was drehen. Und schreibt dann so, ja, ich komme dann zu euch in das Team, aber ich war doch schon mal da. Und Broski ist ja auch immer da und er, das war jetzt auch so der Spruch, kommt dann zu euch in das Team, ne? Aber Mats, wirklich überragender Typ. Broski hat ihm schon angeschrieben, wir versuchen natürlich jetzt alle hier zu schmieren. Für ein Verreiche. Problem ist, Mats Hummels zu schmieren, ist ganz, ganz schwierig. Ne? Was hast du da drin, oder? Junge, der kauft sich 100 Stück. Er nimmt doch eine. Nein, hat er genommen, er hat meinen Angriff weg. Ganz schwierig. Wir werden hier gerade beschuldigt. Wir hätten keinen Bock mehr auf die Frage der Woche. Was soll das? Und die machen sich so gut. Wenn ihr euch fragt, wer hinter Frage der Woche steht. Hier, unser Mann, ja. Der ist es. Aber ihr habt nicht gekorbt und das hat euch verletzt. Nein, wir korben nie. Wir waren frustriert, wir haben verloren. Ja, okay, das ist jetzt das eigentlich. Heute sind wir wieder da. Also wenn du die Frage der Woche hast, wir sind dabei. Oh, das geht. Hey, vielen Dank für das 3-2, gell? Hallo? Für das was? Glückwunsch. 3-2, gell? Das war so wichtig. Ja, dass Hollywood jetzt wieder so ein bisschen... Ich hab nichts erwartet und trotzdem haben wir gewonnen. Das war ganz, ganz wichtig. Und wir haben noch ein kleines Anliegen. Was denn? Größter Fanboy-Moment. Der muss... Wenn es für dich okay ist, ein Bild machen. Ja, wenn du Interesse hast. Ah. Wir können gerne reden. Ey, was ist denn eigentlich mit dir los? Willst du uns jetzt loswerden oder was? Ey, du kannst nach Hause laufen, sagen schon, wie es ist, als allererstes. Egal. So, Getränk ist dann bitte weg, ja? Bleib mal hier raus, dankeschön. Ey, Tomau, ich will ein Laufduell zwischen dir und David Joko sehen. Der ist finnisch, das hab ich. Egal, die Frage. Ja, hier. Einmal 16er Läufen machen wir dann. Mach hier. Eng fahne bis der Kreis. Nee, Guck dir diesen Mann an.
Hier ist Bruder. Guck mal, wer ist Bruder? Ich bin hier voll dran. Danke. Aber komm, ich gebe nicht gefunden, Hand. Was denn? Danke, danke, danke. Ey, unser Torwart ist aufgetaucht, Mann. Gerade voller Stress, aber da hinten ist er gerade da, Chico. So, auf, komm. Komm schon, egal, er macht es. Hat ein gutes Spiel drauf, Chico. Er ist drin direkt. Ah. Ich muss er halten, sonst ist er raus, oder? Ja, sobald er drin ist. Nein. Achtung. Gut, dass es sich noch beeilt hat. Der Bruder ist nicht vorbereitet. Wir wollten hier, du hast eine One-of-One gekriegt. Hier verkauft mich. Hey, was soll denn das sein? Wenn man das so braucht, dann ist das so, wir bleiben mal bei der Grundformation. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, dass wir in der Defensive eigentlich so die beste Mannschaft sind. Es bleibt auch so erstmal, wir werden erstmal so spielen. Ja, ihr habt jetzt gesehen, ich habe hier mal was anderes gemacht. Wir können es aus eigener Energie echt noch packen. So, lasst euer Herz, lasst eure Seele, wie es Brosgert schon gesagt hat, auf dem Platz. Jeder, der dafür brennt, noch in die Final Four zu kommen, wir können es heute schaffen. Wir können nächste Woche dann den Sack zumachen. Wenn wir beide Spiele gewinnen, sind wir drin. Alles geben, was geht, ihr könnt es. Ihr habt schon oft gezeigt, Jungs. Letzten Spiele hackt sie ab, passiert, kommt im Profigeschäft, passiert überall mal. Loslassen, heute, nächsten Montag, Herz auf den Platz lassen und wir sind drin. Und das ist doch das, was wir alle wollen. In einer ausverkauften Arena zu zocken vor 14.000 Zuschauern, Live-Zuschauer, muss ein Traum für jeden Fußballer sein. So, holt euch den Traum. Ihr könnt es schaffen, ihr seid geile Kicker, ihr könnt alle durch die Bank kicken, holt euch den Traum. Mehr gibt es nur nicht zu sagen heute. Traut euch was zu und geht da raus und macht ab. Jungs, sagen ja. Hey, Freunde, ich habe gerade mit dem Prinz geredet und den spielt er ja gleich, also gegen Käfigtiger. Der hat auf euren Punktestand geguckt, 13 Punkte habt ihr, und er meinte, er kann euch noch ärgern. Was sagt ihr dazu? Er kann uns ärgern, aber ich sagte, wie es ist, er wird uns heute ärgern. Nein. Heute die Einstellung in der Mannschaft stimmt und die wissen alle, um was es heute geht. Wir müssen heute gewinnen, wir müssen das nächste Spiel gewinnen. Also, wir bewerten das erstmal auf der Baller League. Und jetzt ist es soweit, was hast du alles? Mini-Salat, Mini-Baguette, Mini-Hühnchen, Mini-Kartoffelgratin. Und das ist 10 von 10? 11 von 10. 11 sogar. Warte, Wasser. Abgefüllt aus der Bergwelle hier unter den Grund. Was hast du alles? Du bist Only Kartoffelgratin. Only Kartoffelgratin. Ich hab gehört, Rezession, es soll so krass gut sein. 11 von 10. Hast ein paar Videos geschaut extra oder was? Extra recherchiert. Enchi war hier, hat getestet. Ich sage, wir gewinnen das Ding heute 5-2. Ich sage, es wird ein enges Ding. Ich sage, Philipp Simon entscheidet es im 1 gegen 1. Komm, machen wir eine Ansage. Ja, schon gemacht, die Jungs. Mach die Mannschaft warm. Keine Auto. Vorhin bin ich losgerannt, hab den Torwart gesucht. Jetzt muss ich den hier in den Arsch treten. Lumi! Guck mal, Lumi, was ist das? Hey, woher, Junge? Da machst du den Alibi. Weißt du, das aussieht, als hätte er was gemacht? Ja, komm rein, Leute. Wenn du mich brauchst, bin da für euch. Vorne, hinten, Mitte, ich kann alles auf. Gib mal Gas, Junge. Hier steht Bestzeit. Bestzeit? Ja, ja.
Ich sehe noch gelbe keinen Trikot, Schweiß. Gelbe Trikot gerade. Achtung, ich sehe kurz aufs blaue Trikot. Bei anderen schaut es halt so aus, die sind nur stark am Tresen. Andere machen sich, bereiten sich mental aufs Spiel vor. Schönes Ding! Okay, okay, gut, 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 Jungs! Wieder halt in die Position. Schieb ein Stück vor, Baba! Schieb ein Stück vor, Baba! Schieb ein Stück vor! Okay, schieben, schieben, ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Aber die Beine sind. Mach die Meter, mach die Meter! Zieh durch, Sven, zieh durch! Einer hinter, Sven! Gut! Zu langsam, ja. Nein! Tief, 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 Papa! Jawohl! Gut. Thomas! Weiter, schieb vor! Komm, komm, komm! Gut, Papa! Egal, gut, Junge! Gut, gut, weiter, weiter, weiter! Eins. So kurze Halbzeitpause, 1-0 für die Käfig-Tiger. Oder was du irgendwie, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, Chancen wären da, aber ich will da nichts klar bis vorne. Du fängst so scheiße. Gewinnen deutlich mit 4-0 gegen den VfR Zimbos. Und damit wird die Tabelle so richtig schön eng. Und jetzt wird noch ein ganz wichtiger Punkt vergeben in der Galaxy Primetime. So, mit so einer Leistung. So trostlos, so schlapp, Alter. Ohne Wille aufs Tor, null Bewegung, statisch hinten drin stehen. Absolut über das Spiel. Leider gar keine Leistung gebracht. Das, was wir vorher gesagt haben, null auf den Platz gebracht. Und mit so einer Leistung heute, da ja, kommst du nicht ins Finale. Eigentlich Philipp. Natürlich. Eigentlich, aber. Ja, also, das ist immer ein Nachtritt, gell? Ja, so, klar. Am Wasser hat es gelegen. Also, ja. Und der, der bei uns den Ball hat, der ist der komplett gefickte. Sind wir herrlich. Wenn du die anderen Teams siehst, die bewegen sich, da gibt es einen Doppelpass. Der, der bei uns den Ball hat, der ist gefickt, der steht da alleine. Der kann nur verlieren. Das ist ein Sportmann. Abgewichst, abgewichst. Der war nicht schlecht. Komm, 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 auf. Jungs,
gibt nicht viel zu sagen, ist ein maximaler Bruch, ich bin sprachlos. Damit ist für mich Tag heute auch over. Absolut enttäuscht. Weiß nicht, was man noch sagen soll, Freunde. Lasst ein Däumchen nach oben da, kein kostenloses Abo, wir sind raus. Echt enttäuschend, was will man sagen? Ciao, ciao.